Seit Jahren werfen die Autobauer neue Elektromodelle auf den Markt und zeitweise gab es auch einen echten Boom. Doch seitdem die Förderung Ende 2023 ausgelaufen ist, hat die E-Mobilität zumindest in Deutschland dieses Jahr eine echte Bruchlandung hingelegt. Das liegt natürlich auch an den vielen Vorurteilen, die sich leider in der Bevölkerung hartnäckig gegenüber der Technologie halten. Der Hauptgrund liegt meiner Meinung nach aber bei den viel zu hohen Preisen. Es gibt einfach kaum neue E-Autos, die sich der Otto-Normal-Autofahrer kaufen kann, ohne sich zu verschulden. Nachdem VW den E-Up eingestellt hatte, gab es im Low-Budget-Segment nur ein Elektroauto, den Dacia Spring. Der hat seinen Käufern aber einige Abstriche abgefordert, vor allem beim Komfort, aber auch bei der Ladeleistung, der Reichweite und der Qualität allgemein. Langsam aber sicher stoßen aber immer mehr Hersteller in dieses preissensible Einstiegssegment vor und sättigen die Nachfrage nach günstigen E-Autos. Citroën hat mit dem EC3 beispielsweise echt frischen Wind reingebracht. Der kleine Crossover startet bei rund 23.000 Euro. Dafür bekommt man aber schon ein vollwertiges Alltagsauto, das auch noch qualitativ überzeugt. Ich bin Elias und stelle euch heute hier in dieser schönen alten Fabrikhalle eine weitere elektrische Modellneuheit vor, die mit ähnlichen Qualitäten wie der EC3 überzeugen soll. Der neue Hyundai Inster. Damit herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von mobile.de. Der Inster soll wie sein französischer Konkurrent bei unter 25.000 Euro starten und Hyundais elektrische Modellpalette nach unten abrunden. Gleichzeitig soll er aber kein Kassengestell sein, sondern mit einer ordentlichen Ausstattung, einem üppigen Platzangebot und echt coolen Designdetails aus der Masse herausstechen. Normalerweise geben sich die Koreaner bei ihren Elektromodellen bewusst fortschrittlich und bauen diese auf reinen Elektroplattformen wie der bekannten eGMP-Plattform inklusive 800-Volt-Technik auf. Im Kleinwagensegment herrscht aber ein noch höherer Preisdruck und deswegen tanzt der Inster aus der Reihe. Er steht nämlich auf einer Verbrennerplattform. Er nutzt die Technik des Hyundai Casper, eines Kleinstwagens, der in Südkorea schon seit ein paar Jahren angeboten wird. Die Verwandtschaft zum Casper kann der Inster nicht verleugnen. Nicht an der Front, nicht im Profil und auch nicht beim Heck. Das rundliche Gesicht wirkt in Kombination mit dem geradlinigen Rest erstmal so ein bisschen ungewohnt. Meiner Meinung nach funktioniert das Ganze aber überraschend gut und es hat einen positiven Effekt. Im Innenraum gibt es echt massig Platz. Von vorne wirkt der Inster wie so ein kleiner freundlicher Roboter und das liegt auch an den Scheinwerfern, die wie beim Casper tief unten in der Frontschürze sitzen. Und wie bei dem Verbrenner-Kleinstwagen sind die Tagverleuchten hier kreisrund um die Scheinwerfer angeordnet. Ich finde es persönlich cool, dass Hyundai auch bei seinem kleinsten Elektroauto auf das Pixel-Design mit den kleinen Vierecken setzt. Das kennt man eigentlich von den größeren Ioniq-Modellen und das gibt dem Ganzen so einen leichten retrofuturistischen Touch. Die Designer haben die Karosserie des Casper um mehr als 20 cm gestreckt. Zum einen, um mehr Platz für die Batterie zu schaffen, zum anderen, um das Design auch mehr an den europäischen Geschmack anzupassen. Mit einer Länge von 3,83 m, einer Breite von 1,61 m und einer Höhe von 1,58 m sortiert sich der Inster aber weiterhin im A-Segment ein. Sein Konkurrent Citroën EC3 ist fast 20 cm länger und spielt damit schon eine Klasse höher im B-Segment, im klassischen Kleinwagensegment. Was wirklich auffällt beim Inster, der Radstand ist mit 2,65 m riesig. Das ist natürlich gut für die Platzverhältnisse innen. Ich kann mir aber vorstellen, dass sich das bei der Manövrierbarkeit und beim Wendekreis negativ bemerkbar macht. Ich persönlich finde ja, dass der Inster ab der B-Säule ziemlich stark an den Suzuki Ignis erinnert. Geht's euch auch so? Das Felgendesign der 17 Zöller gefällt mir richtig gut. Das sticht wirklich aus der Masse raus. Man muss aber auch dazu sagen, dass der Inster in der Basisversion 15 Zoll Stahlfelgen mit Radkappen kriegt. Außerdem gibt es in der mittleren Ausstattung noch 15 Zoll Leichtmetallräder. Auch hinten setzt Hyundai auf die Pixelleuchtengrafik. Hier liegen sie quer
Sie sind gleichzeitig die Rückleuchten, die Blinker und das Tagfahrlicht. Das eigentliche Highlight ist aber nicht das Heckdesign, sondern das, was sich hinter der Heckklappe verbirgt. Der Kofferraum fällt für ein Auto im A-Segment nämlich riesig aus. Schon hier in der Normalkonfiguration passen 280 Liter rein. Der Insta hat aber nochmal einen echten Clou zu bieten. Die Rückbank ist nämlich 50 zu 50 teilbar und kann bis zu 16 cm nach vorne verschoben werden. Und so erhöht sich das Volumen auf 351 Liter, was im Kleinwagensegment, selbst im B-Segment, schon richtig, richtig viel ist. Wenn die Rückbank komplett flach liegt, ergibt sich sogar ein Ladevolumen von 1059 Litern nach der VDA-Norm. Der Kleinstwagen hat aber noch eine weitere Besonderheit. Alle Sitze können komplett umgelegt werden, sogar der Fahrersitz. In Deutschland mag das überhaupt nichts bringen. In Südkorea ist man aber echt Fan von Carcamping und so kann man auch ohne Probleme zu zweit im Auto schlafen. Vor allem in der zweiten Reihe merkt man, dass der Insta ein echtes Raumwunder ist. Ich habe in der Klasse sowas echt noch nicht erlebt. Der Fahrersitz ist auf mich eingestellt. Ich bin so ungefähr 1,85 Meter groß und ich habe hier echt massig Kniefreiheit. So viel Platz vor den Knien hat man oft nicht mal in der Kompaktklasse. Und trotz der Batterie im Unterboden kann ich meine Füße bequem unter dem Vordersitz verstauen. Selbst wenn ich meinen hinteren Sitz ganz nach vorne schiebe, ist immer noch ein bisschen Kniefreiheit übrig. An Kopffreiheit mangelt es gar nicht. Das liegt auch daran, dass es hier eine Ausbuchtung im Dach gibt, aber auch einfach an der Grundform des Autos. Vorne herrscht eine echt angenehme Atmosphäre. Das liegt natürlich an den hellen Werkstoffen, aber auch an diesen Sitzbezügen im Hahntrittmuster. Andere Leute mögen das vielleicht so ein bisschen altbacken finden. Ich find's richtig cool und es erinnert mich stark an die 60er Jahre. An die 2000er erinnert mich dagegen, wie viele haptische Knöpfe Hyundai hier verbaut. Das mag nicht unbedingt was Schlechtes sein, ist man heutzutage aber vor allem bei Elektroautos nicht mehr unbedingt gewohnt. Während andere Hersteller bei ihren günstigen E-Autos auf die Smartphone-Integration setzen, gibt's hier im Insta sogar in der Basisversion zwei 10,3 Zoll große Screens. Einmal hier für die Fahrinformation und zum anderen hier einen Touchscreen, der relativ weit oben sitzt und ebenfalls 10,3 Zoll groß ist. Die Bediensatelliten hinter dem Lenkrad, aber auch das Lenkrad an sich, kennt man in den Grundzügen schon von Hyundais größeren Elektromodellen, allen voran dem IONIQ 5. Ein cooles Detail finde ich diese zwei Getränkehalter hier, die direkt in den Sitz integriert sind und mit verschoben werden, wenn ich den Sitz nach vorne oder hinten schiebe. Im Gegensatz zu den IONIQ-Modellen von Hyundai ist der Insta ein reiner Fronttriebler. Vorne sitzt ein Elektromotor, den es in zwei Leistungsstufen gibt, einmal mit 97 und einmal mit 115 PS. So beschleunigt die Basisversion in 11,7 Sekunden von 0 auf 100. Bei 140 km/h wird das Ganze elektronisch abgeregelt. Die stärkere Variante ist rund eine Sekunde früher auf 100 und darf 10 km/h schneller rennen. Hyundai wird für sein kleinstes E-Auto zwei verschiedene Batteriegrößen anbieten. In der Basis liegt die Kapazität bei 42 Kilowattstunden. Die größere ist nur 7 Kilowattstunden größer und fast 49 Kilowattstunden Strom. Offizielle WLTP-Werte liegen noch nicht vor. Die kleinere Variante soll aber mit einer Batterieladung schon rund 300 Kilometer weit kommen. Die größere Batterie soll eine Reichweite von ungefähr 355 Kilometern bieten. Genauere technische Angaben zu den Motoren und zu den Batterien macht Hyundai noch nicht. Es ist nicht sicher, ob es sich hier um eine NMC oder um eine günstigere LFP-Batterie handelt. Eins ist aber sicher, eine Wärmepumpe ist immer an Bord und die Batterie kann vorkonditioniert werden. Der Insta hat serienmäßig einen 11 kW Inboardlader an Bord. An DC-Schnellladesäulen soll er mit über 100 kW laden können und so dauert es im Idealfall nur eine halbe Stunde, um den Ladestand von 10 auf 80% zu bringen. Der Insta dürfte relativ leicht und gar nicht mal so unaerodynamisch sein. Der Verbrauch soll nämlich bei nur 15,3 Kilowattstunden liegen, wenn er die kleinen 15 Zoll Felgen drauf hat. Kurz vor Weihnachten dürften die ersten Insta zu den Hyundai-Händlern rollen und preislich wird es bei knapp unter 25.000 Euro losgehen.
Allerdings wurden noch keine genaueren Preise kommuniziert. Wenn ihr einen elektrischen Hyundai wollt, euch der Insta aber immer noch ein Ticken zu teuer ist, dann habe ich einen Geheimtipp für euch, nämlich den Ioniq der ersten Generation, der von 2016 bis 2022 gebaut wurde und auf mobile.de fast 500 Mal inseriert ist. Die Autos gelten als besonders langlebig und sparsam und gute Exemplare starten schon bei rund 12.000 Euro. Mich persönlich überzeugt das Auto sehr, obwohl es auf einer Verbrennerplattform steht. Das liegt an echt coolen Designdetails, auch im Innenraum, aber vor allem am Platzangebot. Ich habe wirklich noch nie ein Auto in der Größe erlebt, das wirklich so viel Platz in der zweiten Reihe und im Kofferraum bietet. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und freue mich über ein Like und ein Abo. Bis zum nächsten Mal.